Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Super Mystery Dungeon und Baloui misst hier gerade eine Katze aus. Ja, Zinnus ist 40 Zentimeter. So ungefähr. Pi mal Daumen. Mit Schwanz oder ohne? Mit. Okay, die Katze frisst das Maßband jetzt. So sehr eklig schmeckt. Egal, weiter. Ja, wir gehen zur Schule. Da habt ihr euch doch sicher drauf gefreut. Klapper, klapper. Klapper, ja. Guten Morgen, Herr Soda Cheetah. Warum ich? Mir fällt mal keine Stimme ein. Das ist Herr Soda Cheetah. Herr, okay. Guten Morgen, Viscora. Ich meine, das eher nach einer Frau aussieht, ne? Ja. Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor. Auch dir einen guten Morgen, Sesukids. Ja, guten Morgen, Herr Direktor. Heute kontrollieren Sie also die Anwesenheit. Aber sagen Sie mal, warum grinsen Sie eigentlich immer so verschmitzt? Aber, das ist doch kein verschmitztes Grinsen. Ich lächle lediglich. Pedo. Ich freue nämlich, dass alle vollzählig sind und nur sofort Tatendrang strotzen. Aber nun genug geplaudert. Der Unterricht fängt gleich an. Also geht bitte alle an eure Plätze. Jawohl. Jawohl. Baloui auch da? Ja. Hey Miri. Wo kommst du eigentlich her? Erzähl doch mal. Das hast du bisher nämlich mit keinem Wort erwähnt. Aus einem weit entfernten Tümpel. Oh, wie alle mich angucken. Weißt du denn einer von euch, woher Miri kommt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aus Aserbaidschan. Ja, was? Jetzt, wo du es sagst, ich weiß es auch nicht. Ja, stimmt. Wir haben dich noch gar nicht... Was? Hab ich gelesen? Mund zu, es zieht. Sonst fängst du wieder an, uns ein Kotelett ans Ohr zu labern. Was? Zurück zum Thema. Findet ihr das nicht auch seltsam? Niemand weiß, woher du kommst. Wer er kommt. Ja. Aber es würde uns einen brennend interessieren. Also sprich, woher kommst du? Warte. Könnte es vielleicht sein, dass du... Kommst du vielleicht aus Trubelstadt? Was? Trubelstadt? Dann bist du also ein Stadtkind, Miri? Du hältst dich wohl für was Besseres, wie? Ich habe noch gar kein Wort dazu gesagt. Ja. Aber sie beschimpfen mich schon. Also, ich weiß nicht. Blanas ist doch auch ein Land. Ist doch ein Landei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was mache ich jetzt? Die Wahrheit dürfte ein ziemlicher Schock für sie sein. Wer weiß, ob sie mir überhaupt glauben würden. Hallo, wir warten immer noch auf eine Antwort. Woher kommst du wirklich? Andererseits haben Lügen kurze Beine und machen alles nur noch schlimmer. Nein, das ist nicht das Beste. Das ist so eine dumme Idee. Dann, Was? Die glauben mir doch eh kein Wort. Miri, du bist aus der Welt der Menschen zu uns gekommen? Du bist ein Mensch? Aber Miri sieht doch eindeutig wie ein Pokémon aus. Das ist so dämlich. Warum erzähle ich das denn? Was sagst du da? Du wurdest in ein Pokémon verwandelt und hast jegliche Erinnerung verloren? Was? Die Nachricht hat sie, wie erwartet, ganz schön schockiert. Ja. War alles nur ein Witz. Ja, okay, es war wirklich nur ein Witz. Entschuldigung, Katze. Lass stecken, Miri. Du lügst doch wie gedruckt. Ja. Hä? Wir haben es also mit einem Menschen zu tun. Und den Quatsch sollen wir dir abkaufen? Bei dir piept's wohl. Ich hab noch nie einen gesehen. Die gibt's doch nur im Märchen. Da muss ich Pampam leider zustimmen. Und mir fällt es schwer, das zu glauben. Sesukids. Ich meine, die Vorstellung übersteigt das leider auch ein wenig. Aber andererseits, was hätte er denn davon, uns Lügen aufzutischen? Psiau. Wenn du uns an der Nase herumfüllen willst, musst du dir schon was Besseres ausdenken. Du Einfallspinsel. Ruhe auf den billigen Plätzen. Was hat dieser Tumult hier zu bedeuten? Partytime. Herr Porenta, Miri lügt uns hier das Blaue vom Himmel herunter. Was denn für Lügen? Herr Porenta, Sie werden Augen machen. Was der erzählt, ist total unglaubwürdig. Was? Ist das Soda Cheetah? Wer war das denn? Soda Cheetah steht auch oben. Ja, aber ich weiß nicht, wer das war, der Direktor? Ja. Ja, ich habe nur den Text vorhin nicht gelesen. Du hast einfach weggedrückt. Manchmal sind das die unglaublichsten Geschichten, die sich ganz vorher okay. Rausgehen. Herr Direktor! So ein weiblicher Direktor.
Vielleicht hat Miri tatsächlich geflunkert. Doch könnten wir das beurteilen? Und was, wenn es sich dabei nun doch um die Wahrheit handelt? Manchmal ereignen sich die unglaublichsten Dinge. Gerade das macht unsere Welt schließlich so spannend, oder nicht? Wo ich ja zugegebenermaßen nicht weiß, was Miri erzählt hat. Jedenfalls würde ich mir wünschen, dass ihr die Dinge von mehreren Seiten betrachtet und auf diese Weise viel Interessantes lernt. Ein anderer Blickwinkel genügt manchmal, um alles in einem anderen Licht zu sehen. Ja, ja. So, genug geplaudert. Das geht ja sonst alles von eurer Unterrichtszeit. Oh ja, unsere Unterrichtszeit. Herr Porenta, ich übergebe die Rasselbande Ihnen. Ja. Gut, fangen wir mit dem Unterricht an. Heute beginnen wir mit der Geschichte von Magnein und den drei kleinen Spoil. Was? Ach nein. Der Wolf und die drei Schweine. Ja. Also, es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mann und seine treue Frau, die in einem... Hey Lehrer, die Geschichte hatten wir erst letzte Woche. Oh, du hast vollkommen recht. Entschuldigt, also... Unser Lehrer hat uns mal fünfmal hintereinander den gleichen Film gezeigt, von dem her. Wow. In der dritten Schulstunde. So, heute ist es wieder an der Zeit für unseren Praxisunterricht. Heute ist unser Glückstag, denn wir haben drei ganz besondere Gäste. Oh. Herr Wachtmeister und seine Kollegen haben sich netterweise etwas Zeit genommen. Was ist denn das da oben links? Das ist die Entwicklung von Magneton. Da gibt's noch eine... Magnetzone ist das. Ach, du Scheiße. Wow, echte Wachtmeister. Boah, wie cool ist das denn? Heute wollen wir euch zeigen, wie Kombinationen funktionieren. Kombinationen? Ja, ihr habt richtig gehört. Kombinationen. Dabei wird vom ganzen Team hintereinander eine Kombination von Attacken ausgeführt. Oh, das ist auch wir sind immer noch im Tutorial. Das ist ein sehr wichtiges Thema, also passt gut auf. Dann lasst uns mal in den Wald gehen, um mit dem Praxisunterricht zu beginnen. Folge 50. Ihr habt das Tutorial abgeschlossen. Ja, genau, so sehe ich das bald. Herr Wachtmeister und seine Kollegen erteilen uns nun Praxisunterricht im Einsatz von Attackenkombinationen. Gebt bitte Fein Acht, meine lieben Schüler. Sind Sie sich auch ganz sicher, dass Sie das wollen? Oh, was ist das? Unter Umständen verlieren Sie dabei sogar das Bewusstsein. Oh, super. Lassen Sie bitte getrost meine Sorge sein. Meine einer ist schließlich nicht irgendwer. Ihre Bedenken um mein Wohlergehen in allen Ehren, doch halten Sie sich bitte nicht zurück. Er wird einfach sterben. Ja. Also gut, los geht's. Feuer frei für unser dreifaches Donnerdröhnen. Der Name ist uns gerade eingefallen. Herr Konrektor. Tot. Was? Nichts passiert, alles gut. Habt ihr euch alle aufmerksam mitverfolgt, wie die Kombination eingesetzt wurde? Die Mitstreiter agieren gleichzeitig, umzingeln den Gegner und schlagen dann zu. Hinzu kommt, dass dem Gegner unabhängig vom Typennachteil Schaden hinzugefügt wird. Und das nennt man dann eine Kombination. Doch hütet euch vor übermäßigem Brauch, denn der Magen leert sich dabei stark. So, nun seid ihr an der Reihe. Los, versucht eine Kombination einzusetzen. An ihm? Wir spannend. Ja. Euer Ziel steht direkt vor euch. Ja, genau. Meine einer. Nur keine Scheu. Ja, wir haben bald einen neuen Konrektor, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das macht er nicht lange mit. Balu, ich will Konrektor. Huch, sind wir schon wieder. Ich habe nicht gesehen, dass du dahinter bist. Hast du die Katze gehauen? Ja. Okay, dann Konrektor, guck mal da. Ja. Versus Pam Pam, Schnuthelm und Psyau. Wähle zunächst die Attacke aus, die du einsetzen möchtest. Drücke kurz B, um... R. R, ach so. Ja, R. Drücke nun bitte ganz kurz R. Aha, jetzt genau sind wir so, jetzt Kombination. Sind wir okay. Aha, okay. Kann jetzt Attacken festlegen. Ja, genau das wollte ich einsetzen. Das war gut, dass du Silberblick eingesetzt hast. Ich komme nicht zurück. Megasauger. Säure, egal. Ist ja nicht für dich. Psystrahl! Kombination ausführen.
R oder berühre das Symbol auf dem Touchscreen? Ich habe das Symbol auf dem Touchscreen berührt, das ist cooler. War ein Mädchen. Das war nicht von schlechten Eltern. Doch meine einer schießt sich hart im Nehmen. Also, worauf wartet ihr? Meine einer möchte die nächste Kombination sehen. Los, nur zu! Zeigt eurem Konrektor, was in euch steckt. Okay, Kurzwahl. Okay, drück R, während du L gedrückt hältst. Was? L gedrückt halten und dann R drücken. Du darfst L nicht lösen. Nee. Das ist aber... Wie soll ich denn jetzt hier was auswählen, während ich... Hä? Kannst du jetzt was anderes wählen? Wenn ich L loslasse und davor kann ich nichts einsetzen. Piu, piu, piu. Du hast nochmal einen Attack eingesetzt. Klasse. Ja, klasse. Super. Das sind so viele Kombinationen, das ist so kompliziert. Damit hätten sich alle einmal am Einsatz von Kombinationen versucht, ja? Nein. Ihr habt euch nun also das notwendige Basiswissen zu diesem Thema angeeignet. Nun liegt es an euch, es in der Praxis anzuwenden und an Erfahrung zu gewinnen. Oh. Herr Konrektor! Macht euch keine Sorgen, meine einer ist hart im Nehmen. Es hat sich allerdings gerecht, eure Stärke zu unterschätzen, bloß weil ihr Kinder seid. Gut gemacht. Doch mir schien einigen von euch hart etwas zu viel Spaß gemacht. Was? Nein. Aber sei es drum, das war's für heute wieder mit unserem Unterricht. Okay. Klapper, klapper. Klapper, klapper. Wieso klapper? Auf Wiedersehen, Frau Ohrdoch. Auf Wiedersehen. Gebt auf dem Heimweg gut auf euch acht, meine Kleinen. Oh, meine Kleinen. Oh, wieder alleine. So traurig. Immer alleine. Möchte ich den Spielstand speichern? So traurig. Das geht zum Glück ziemlich schnell, der Speichern. Ja. Am nächsten Morgen. Aufgestanden. Guten Morgen. Und ab dafür. Okay. Du musst nicht mit ihm reden, ne? Nö. Ich gehe jetzt einfach in die Schule ohne... Guten Morgen. Ohne Balui, ohne mich. So traurig. Oh, niemand da? Ohne mich. Bin ich so früh dran, dass niemand auf dem Platz ist? Anscheinend. Ha. Klapper. Es hat überhaupt keiner gesagt, dass du in die Schule gehen sollst. Meine lieben Kleinen, ich begrüße euch zu einer neuen Stunde Gesundheitskunde. Heute möchte ich mit euch über das Thema Entwicklung sprechen. Hä, Entwicklung? Ist das nicht... Das ist bestimmt sowas wie Sexualkunde ja. Bei denen. Ich weiß schon, Frau Lehrerin, das ist, wenn man einen Film entwickelt, oder? Oh, scheiße. Au! Du bist so dumm. Was soll denn der hirnlose Kommentar? Da liegst du mal wieder voll daneben. Ja, Pampam ist auch der Meinung, dass du dumm bist. Nein. Doch. Entwicklung bedeutet größer werden. Nein, es bedeutet sich entwickeln. Ich würde auch gern größer werden. Ja, damit liegst du gar nicht mal so falsch, Pampam. Hä? Wir werden also größer? Doch das ist noch nicht alles. Denn es ereignet sich auch noch viele andere Veränderungen. Die Entwicklung bringt euch näher ans Erwachsensein heran. Ganz falsch lag Balui mit ihrer Vermutung vielleicht nicht. Was? Hä? Natürlich lag sie komplett daneben. Nein! Ich verstehe nur Bahnhof. Das Konzept der Entwicklung ist äußerst vielschichtig und bringt Farbe ins... Verzeihung? Oh. Meine kleine Knospi hat heute nicht zufällig bei Ihnen in der Schule vorbeigeschaut. Die kleine Knospi? Nö, die war nicht hier. Wird sie nicht sowieso erst nächstes Jahr eingeschult? Oh nein! Was soll ich nur tun? Ich habe schon die ganze Nachbarschaft nach ihr abgesucht. Was? Knospi ist verschwunden. Ich sollte sie umgehend bei Herrn Wachtmeister als vermisst melden. Verzeihen Sie bitte, dass ich einfach so in den Unterricht geplatzt bin. Oh, sie ist gut. Nein. Roselia, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, danke. Aber in letzter Zeit plagen mich oft Schwindelgefühle. Ruhen Sie sich doch erstmal bei uns im Krankenzimmer aus. Kommen Sie. Aber ich wollte was über Entwicklung lernen. Was mag Knospi nur zugestoßen sein? Ich mache mir ziemlich Sorgen um sie. Oh nein. Ich weiß, dass du herzensgut bist und dir ernsthaft Sorgen machst, aber mal ehrlich. Findest du den Zirkus hier um ein Kind, das sich verlaufen hat, nicht äußerst übertrieben? Sag mal, geht's dir noch gut? Wenn so ein kleines Kind verschwindet, ist es ja ganz normal, dass man sich Sorgen macht.
Oh, und so. Dass die Mutter völlig außer sich vor Sorge ist, kann ich gut nachvollziehen. Moment mal, Knospi. Knospi war doch das Pokémon, das neulich... Dum-dum, dir fällt ein, wo es hin ist. Ich dachte, du würdest hingehen. Du bist doch Roselias kleines Knospi. Die Nektar-Silkoson hat begonnen, meine Kleine. Oh, ich muss das nicht mal lesen. Nein, lest das nicht nochmal, die Rückblenden. Wir bla, wissen alle, was bla, passiert bla, ist, weil es erst ganz vor kurzem her. Ja, eben. Wer es wissen möchte, kann ja einfach stoppen und den Text lesen. Ja, eben. Könnte es sein, dass Knospi der Verlockung des Nektars nicht widerstehen konnte? Hm? Was hast du, Miri? Was sagst du da? Du hast eine Vermutung, wo Knospi sein könnte? Dum-dum. Ah. Die Nektarwiesen? Um sich Nektar zu beschaffen? Jetzt, wo du es sagst, die Nektarsaison hat auf den Nektarwiesen ja schon begonnen. Wenn sie tatsächlich dorthin gegangen ist, sein sollte, schwebt sie wirklich in großer Gefahr. Vielleicht. Ihr Dumpfbacken, lasst euch auch jeden Unfug auftischen. Wie? Der hat uns doch erst gerade gestern das Blau vom Himmel gelogen. Was aber... Lasst ihr euch ernsthaft schon wieder von ihm in das Licht führen? Ich fass es nicht. Du hast vollkommen recht. Fast wären wir ihm auf den Leim gegangen. Hier glaubt mir wohl keiner. Aber wenn ich nichts unternehme... Miri! Okay, das ist ein dramatisches Ende. Ich würde sagen, hier beenden wir die heutige Folge. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst Daumen nach oben da und kommt vor allem morgen wieder und... Dann gibt's die nächste Folge. Dann gucken wir, was mit Knospi passiert ist. Ja, werden sie bestimmt retten. Ja, bestimmt. Gut, haut rein, macht's gut. Tschüss.